Georg Winterling will wieder richtig mit seinem Sohn Fußball spielen. Und mit den Mini-Prothesen klappt es schon gut. Dass er das kann, grenzt an ein Wunder. Denn vor einem Jahr hat er noch um sein Leben gekämpft. Er erlitt eine Sepsis, eine schwere Blutvergiftung. Dabei verlor er Hände und Unterschenkel. Jedes Kind braucht einen Papa und eine Mama. Und deswegen war für mich Aufgeben nie eine Option. Dadurch kam auch dieser Kampfgeist überhaupt, zu sagen, Mensch, deine Kinder können nicht ohne Vater aufwachsen. Und bin heilfroh, dass ich da bin, dass der Kopf funktioniert und alles andere mehr oder weniger auch funktioniert. Georg Winterling ist seit 12 Jahren mit Alexandra verheiratet. Der 41-Jährige ist Teamleiter im Marketing. Sie haben zwei Söhne, Ferdinand und Leopold. Seine Kinder und Familie bedeuten ihm alles. Er ist supersportlich, liebt die Natur, ist leidenschaftlicher Ski- und Motorradfahrer. Bis zum 6. Dezember 2022, als er sich an einer Luftmatratze schneidet. Auf ihr befindet sich Mäusekot, der gelangt in die Wunde. Sie entzündet sich. In den nächsten 3 Tagen geht er zu 2 Ärzten. Beide sehen keine Gefahr. Mein Zustand hat sich einfach sukzessive verschlechtert. Also es ging dann wirklich, der Arm tat dann auf einmal richtig dolle weh. Die Schmerzen waren dann irgendwann so stark, dass ich mich gar nicht mehr an- und ausziehen konnte. Also Fieber stieg immer weiter, wurde auch auf 40 Grad, ging das hoch. Immer schlimmerer Husten, es kam Atemnot dazu auch. Und ja, wirklich einfach auch ein Schwächegefühl, was man so vorher noch nie so richtig gesehen oder erlebt hat, muss man ja wirklich sagen. Seine Frau ruft den Notarztwagen. Im Krankenhaus erleidet der damals 40-Jährige einen septischen Schock. Die Organe versagen. Er wird ins künstliche Koma versetzt. Bei einer Sepsis verteilen sich Erreger zum Beispiel aus einer Wunde in die Blutbahn. Daraufhin schüttet das Immunsystem jetzt massenhaft Abwehrstoffe dagegen aus. Diese greifen alles an, was ihnen in die Quere kommt. Auch die gesunden Zellen und Organe. Spätestens jetzt besteht Lebensgefahr für den Patienten. Da hat dann der Arzt gesagt, dass es eben keine Chance mehr für Georg besteht und dass er ja jetzt eben sterben wird. Und dann bin ich ja wirklich mit Schlafanzug und meine Winterjacke ins Krankenhaus gefahren. Ja, ich glaube, das geht in dem Moment wie so ein Film an einem vorbei. Ne? Also ob man das so richtig realisiert, weiß ich gar nicht. Alexandra Winterling verabschiedet sich nicht. Ihr Mann überlebt die nächste Nacht. Das wusste ich einfach, wenn einer alles gibt, dann er. Und deswegen habe ich selber ja, nicht dran gezweifelt. Ab da an wusste ich, er schafft das. Und ich habe wirklich jeden Tag an diesem Bett gestanden, seine Hand genommen, solange ich das noch durfte. Später durfte ich das nicht mehr. Und habe immer gesagt, ich weiß, du lässt uns nicht im Stich. Sein Zustand stabilisiert sich weiter und nach 16 Tagen holen ihn die Ärzte aus dem künstlichen Koma. Ich habe gemerkt, ich liege in einem Krankenhaus, ich bin irgendwie an einem Bett gefesselt oder auch irgendwas ist mit meinem Körper passiert. Es ist komplett unangenehm, weil man selbst ist hilflos. Man sieht nur diesen Film ablaufen irgendwo und man kann nicht eingreifen. Es waren wirklich Albträume. Also ich muss sagen, ich habe in diesen Träumen miterlebt, wie sich meine komplette Familie nicht in Luft aufgelöst hat, aber ich sag mal, mein ältester Sohn hat sich abgewandt von der Familie, getrennt. Der Jüngste hatte irgendwie einen schlimmen Unfall und lag in einem anderen Spital in der Schweiz. Meine Frau musste unser Haus verkaufen und lebte irgendwie in einem Wohnwagen auf einmal oder sonst irgendwas. Also es waren wirklich Träume, wo man sich einfach nur denkt, das kann alles nicht wahr sein, das kann alles nicht stimmen. Durch die Superinfektion sind seine Arme und Beine nicht ausreichend durchblutet worden, seine Hände und Unterschenkel abgestorben. Es war relativ früh klar, dass wir amputieren müssen. Es war immer unklar, wie viel muss abgeschnitten werden, an welchen Stellen auch, wo kann man was reparieren, wo kann man was erhalten. Aber es war immer klar, dass wir amputieren müssen, weil das tote Gewebe sich ja auch, ich sag mal, weiter ausbreitet. In der Medizinischen Hochschule Hannover werden dann seine Gliedmaßen amputiert. Die plastische Chirurgin Dr. Jennifer Ernst ist spezialisiert auf innovative Amputationschirurgie. Von daher haben wir in einem Team
mit unserer wieder interdisziplinärer Zusammenarbeit. Und insgesamt waren wir 6 Chirurgen, alle Extremitäten in einer sehr kurzen OP-Zeit versorgen können. Mit einem rekonstruktiven Plan, der tatsächlich vor der OP dezidiert ausgearbeitet wurde, sodass wir die OP-Zeit möglichst gering halten können. In der 5-stündigen Operation wendet die Medizinerin eine neue Amputationsmethode an. Hierbei werden die noch vorhandenen Muskeln, sowohl der Arme als auch der Beine, so miteinander verbunden, dass die ursprüngliche Beugebewegung, wie bei den unversehrten Körperteilen, wiederhergestellt werden kann. In einem weiteren Schritt werden die abgetrennten Nerven in die Muskeln eingearbeitet. Hallo Vitali. Ja, das ist ja wunderbar, dass Sie uns jetzt sehen. Bei der Kontrolluntersuchung 6 Monate nach der Operation testet seine Ärztin, ob der Eingriff so gelungen ist, wie er hofft. Spannungsreise durch die Finger. Wenn Sie die Gedankenbewegungen durchgehen, und zwar nach innen und außen drehen des Handgelenks, Hand öffnen, schließen und den Daumen. Sehr gut. Nach 9 Monaten im Krankenhaus ist Georg Winterling endlich zu Hause. Hier beginnt sein Kampf um eigenständiges Leben. Das sind unglaubliche Frustmomente, wenn man merkt, man braucht Hilfe. Ich war immer schon in meinem Leben sehr selbstständig. Und ich habe mich auch immer schwer getan, auch nach Hilfe zu fragen. Und auf einmal steht man vor einer Schublade und man kann sie nicht öffnen, weil man keinen Finger hat, um den Griff zu ziehen oder in den Griff oben reinzugreifen oder wie auch immer die Schublade aufgeht. Das ist unglaublicher Frust. So, ich versuche jetzt mit meiner Hilfe den Kühlschrank aufzumachen, was nicht mehr so ganz leicht ist, aber es funktioniert. Winterling muss akzeptieren, dass vieles einfach unmöglich geworden ist. An die oberen Fächer im Kühlschrank kommt er nicht. Was ihn herausfordert, ist die Zeit, die alles braucht. Die größte Tugend, Geduld, die ich gerade erlernen muss in meinem Leben. Alles dauert wirklich lange, jeder Handgriff, jeder Prozess muss durchdacht sein, braucht irgendein Hilfsmittel, man hat wieder was vergessen, man muss wieder zurückfahren. Es ist mühsam, alles mühsam. Dreimal in der Woche kommt Thomas Schweizer, der Physiotherapeut. Moin, Thomas. 6 Monate hat er auf seine eigenen Beinprothesen gewartet. Jetzt endlich können sie das Laufen mit den Gehhilfen üben. Für den 41-Jährigen ist das Aufstehen anstrengend. Die Angst ist dabei ein großes Problem. Machen wir nochmal. Jawohl, viel besser. Ja, viel muss jetzt nicht laufen. Unterschied, ne? Ich sag mal, aus der Höhe, ich fall um wie ein Baum, das kann schon wehtun. Und ich sag mal, noch eine gesprochene Schulter oder sowas brauche ich gerade nicht im Moment. Und das macht das Aufstehen eben ja so schwierig. Und weil mir auch einfach die Arme fehlen, die, wenn Sie zum Beispiel aufstehen, benutzen Sie ja auch beide Arme an der Armlehne. Das kann ich noch nicht oder sehr schlecht, beziehungsweise da fehlt mir ein bisschen die Länge an den Armen auch. Und das macht das Ganze eben, diese ganze Bewegung muss quasi aus der Hüfte und aus dem Rücken bei mir kommen. Also ich meine, man sieht es eben auch im Gesicht an, hochrot und verschwitzt. Also ja, das ist schon ein ganz schöner Kraftakt, ja, auf jeden Fall, ganz klar. In seinem Alltag dreht sich im Moment alles darum, seine Mobilität zurückzugewinnen, während seine Frau Alexandra schon wieder arbeiten geht. Für sie ist es auch wichtig, wieder in ihr altes Leben zurückzukehren. Sie ist einfach nur glücklich, dass ihr Mann lebt. Vom Typ her ist er einfach genauso wie vorher. Das merke ich und das zeichnet ihn ja auch aus. Das habe ich schon vorher geschätzt, dass er eben so ein unwahrscheinlich liebevoller und hilfsbereiter Ehemann, Familienmensch ist. Und ja, doch, das ist ganz, ganz rührend. Und das macht es einem ja, das macht es mir ja auch leichter und der ganzen Familie damit umzugehen. Der Marketingleiter ist ehrgeizig und willensstark. Er möchte so schnell wie möglich wieder unabhängig von anderen sein. Deshalb freut er sich, dass er gestern endlich die Testhandprothesen bekommen hat. Es sind die neuesten Modelle, die es gibt. Orthopädie-Technikermeister Ulf Lotzki hat sie gebaut. So. Abgestimmt auf seine Körpermaße und Bedürfnisse.
Heute soll er alle Funktionen zum ersten Mal testen. Das ist jetzt das erste Mal, wo man auf einmal wieder Hände hat. Und jetzt wirklich mal wieder, glaube ich, ein Gefühl dafür bekommt, wie kann es werden, wie ist es. Aber überhaupt mal wieder eine Hand zu haben, ist ein schönes Gefühl. In dieser Prothese befinden sich 16 Elektroden, die seine Bewegungen erfassen. Die Bewegungsabläufe werden dann im Computer aufgezeichnet und in der Prothese abgespeichert, sodass beim nächsten willentlich gesteuerten Handgriff die Prothese die Bewegung automatisch durchführt. Ich konzentriere mich extrem auf diese Griffmuster, sage ich mal. Wirklich sagen, Faust öffnen. Also ich spüre meine Hand in meinem Arm, in dem Stumpf und versuche entsprechend wirklich eine Faust zu machen. Und das natürlich mit aller Kraft im Moment irgendwie. Man will ja irgendwie diese Finger bewegen. Nach kürzester Zeit beherrscht er schon mehr Bewegungen als erwartet. Wenn Lob angebracht ist, dann kann man das auch mal sagen. Und das ist bei ihm jetzt wirklich schon wirklich sehr, sehr gut. Weil dieses, also nach außen drehen, nach innen sind schon 2 Griffe. Open, close, also öffnen, schließen, sind schon 4 Griffe. Fast schon 5 Griffe und das nach einer knappen halben Stunde. Das ist nicht so alltäglich. Für Georg Winterling sind die Prothesen extrem wichtig, um bestmöglich an sein altes Leben anknüpfen zu können. Man muss sich einfach aufrappeln und weitermachen. Das Ziel vor Augen setzen wieder und das Ziel verfolgen. Anders geht es nicht. Und was vor allem wichtig ist, ist meine Familie, meine Kinder, meine Frau. Einfach wieder für die da zu sein, wieder am Leben teilzuhaben, teilzunehmen, mitzuwirken. Wo ich einfach sage, ich mache das jetzt und ich ziehe das durch. Und alles wird wieder gut, wie unser Motto ist. Es wird alles wieder gut, in irgendeiner Art und Weise.